So, moin moin und herzlich willkommen an diesen Ostermontag. Ja, damit natürlich eine neue Woche in Rush Royale. Das Event geht jetzt langsam zu Ende. Es ist der letzte Abend für das Event. Ihr habt noch 9 Stunden Zeit. Wir werden heute unser oder mein abschließendes Resümee zum Frühlingsevent treffen. Und wir haben schon mal im Discord, im offiziellen Rush Royale Discord oder in meinem Rush Royale News Discord, wo die Nachrichten repostet werden, unbedingt da mal abchecken. Den, ja, Fraktionsbonus für die kommende Woche. Und zwar, wir werden die dunkle Fraktion bekommen mit Evolution. Alle 60 Sekunden geht der Rang einer zufälligen Fraktionseinheit, ein Fusionsrang, nach oben. Sehr, sehr coole Sache, dass da jetzt ein paar Tage vorher immer offiziell gepostet wird, was dafür Fraktionen folgen. Deswegen unbedingt mal abchecken. Damit kann man sich schon gut drauf vorbereiten. Es sind hier sogar ein paar Decks schon genannt worden, gezeigt worden. Deswegen, da kann man auf jeden Fall mal reingehen. Aktuell haben wir noch den Bonus vom Event, und sobald das Event jetzt hier ausläuft in 9 Stunden, sollte dann der Fraktionsbonus, der ganz normale, wiederkommen und in den wöchentlichen Rhythmus übergehen. Ja, wir kommen zum Event, würde ich sagen. Ich habe hier immer fleißig die Quests gemacht. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Tage nicht alle Quests erfüllt. Ansonsten waren die Quests eigentlich leicht zu erledigen. Gut, hier müsste man jetzt mal 5 Kämpfe machen. Und ich sag mal, das ist auch so das meiste, was man am Tag machen muss. 5 Kämpfe, PvP oder Koop. Und dann hat man eigentlich immer alle Quests erfüllt bekommen. Hier sind jetzt noch einige offen. Das heißt, wir könnten sogar noch einige Punkte holen. Hier zum Beispiel Roulette und Eventkämpfe. Eventkämpfe können wir auch gleich noch machen. Roulette. Und dann habt ihr immer hier schön die Sammlung bekommen. Wir haben jetzt hier gerade auch noch 2 Sammlungen fertig. Ich habe hier, seit wir das gestartet haben, nachdem wir den Pass fertig gecached haben, wirklich nichts mehr reinbezahlt an Diamanten. Und wir sind jetzt am Ende. Wie gesagt, ein paar könnten wir noch holen. Vielleicht kriegen wir noch einmal die epische voll oder die kleine. Ja, sind wir bei 22 Kisten angekommen, was sehr, sehr gut ist. Ich würde sagen, wir beenden als allererstes hier mal die 3 Free-Zwiebeln. Ja, da habe ich jetzt auch keine Hoffnung mehr, dass da noch ein Bonus rausspringt. Das wäre auch einfach zu stark. Lichtkerne. Und dann kaufen wir jetzt hier noch 3 Zwiebeln. Das ist das Einzige, was wir uns jetzt hier noch gönnen. Let's go. Und dann können wir hier nochmal die 100 voll machen. 500 Gold. 500 Gold. Und die Bonus-Chest. Wir werden mitnehmen ein Schwert. Wir nehmen Schwert mit. Alles andere haben wir. Also hier brauchen wir nichts mehr. Banshee bin ich jetzt erstmal nicht am Leveln. Schwert hätten wir auf 13. Dann können wir da weiter auf die 14 gehen. Und dann können wir sogar hier noch was abholen. Let's go. Zack. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal, bevor wir hier ins Resümee gehen für mich, oder wir können es nebenbei schon ziehen, nochmal in den Eventkampf rein. Wir haben Siegesrausch am Laufen. Wer da noch was braucht, ja, Rotkäppi zum Beispiel, Seebär, Necromancer, gerne rein. Wir haben Random Decks natürlich wieder, das heißt Auswahldecks. Ist immer ein ganz cooles Event, muss ich sagen, finde ich ganz gut. Da auf jeden Fall immer die Klingentänzerin picken, ne? Move-Klinge ist eigentlich immer eine sichere Sache. Wir nehmen ja einen Fluch mit dazu. Eine Dryade. Vielleicht kommt ein Schreddermeister, dann wäre es doof. Auf der 4 kommt dann immer der Portal-Keeper. Und hier, dann nehmen wir noch den Chemiker mit am Start. Und eine Schneeflocke. Let's go. Rechtes Talent immer. Und dann passt das. Mach dich kampfbereit. Wir gucken mal, was wir für Gegner bekommen. Und ja, also wie gesagt, die Spins. Wir haben, ich weiß es nicht genau, wie viel, 400, 500 Spins gemacht, um den Schreddermeister auf Max zu leveln. Das ist keine Frage. Wer spinnt, der braucht ein bisschen Kohle. Das ist Pay to Win. Absolut bin ich bei euch. Ansonsten ist es aber trotzdem eine gute Sache, die Einheit auf Max zu bekommen. Man weiß ungefähr, wie viel man im Worst Case ausgeben muss, um die Einheit hochzuleveln. Das ist keine Random-Kiste. Deswegen, vielleicht hat auch der ein oder andere einige Diamanten angespart gehabt. Die haben da die Kosten ein bisschen erhöht zum Weihnachtsevent. Das hätte ein bisschen günstiger sein können. Ansonsten, ja, ist in Ordnung. Zusatzkisten haben wir nicht eine bekommen. Diese 0,2% Chance aus 500 Kisten haben nicht gedroppt. 500, 600 Kisten waren es. Spins natürlich nicht, Kisten. Da hat nichts gegönnt. Aber ja, wir haben den Schreddermeister auf Max gemacht. Es hat uns auch gut nach vorne gebracht, hat viele Decks zum Spielen möglich gemacht, sage ich mal, die aktuell auch stark sind. Immer noch die Klinge ist sehr stark. Habt ihr im letzten Video gesehen. Da konnten wir uns gut durchsetzen. Gestern Abend habe ich auch
den Max Hau drauf mit der Klinge besiegt. Das war auch cool. Und ja, so viel dazu. Aber natürlich, wer da sagt Pay to Win, kann ich absolut verstehen. Wer sich die Spins leisten möchte, kann das tun. Wer nicht, der nicht. Jetzt kommen wir zu dem Streitpunkt, sage ich mal, den wir wahrscheinlich haben. Viele von euch waren, ja, so der Meinung, den Blumenpass kriegt man auf keinen Fall fertig. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe 22 Kisten bzw. 21 Free-to-Play geholt, 2 Tage nicht gespielt. Das heißt, der Pass kostet 7 Euro. Free-to-Play ist natürlich nicht möglich, aber wir meinten ja, ohne jetzt groß Kristalle zu kaufen. Ja, ich würde sagen, für einen Zehner kommt jeder von euch in diesen Blumenpass durch. 7 Euro kostet der Pass. Dann konntet ihr euch jetzt noch zum Ende hin für 2,99 einmal eine komplette Sammlung holen. Und damit kommt ihr entspannt durch, wer zumindest jeden Tag die Quests erledigt. Und von dem her eine sehr, sehr coole Sache, euch da noch 2 Schreddermeister zu holen. Oder 2 Schwerter. Oder ein Schreddermeister und 2 Kristalle. Wir werden uns wahrscheinlich gleich 2 Kristalle noch snacken. Und dementsprechend bin ich der Meinung, absolut gutes Event. Lohnt sich für jeden Spieler. Für die Leute, die nur mal einen Zehner ausgeben. Für die Leute, die ja den Schreddermeister gerne auf Max machen wollen. Oder auch für Leute, die einfach nur Free-to-Play sich die Belohnungen aus dem Blumenpass holen. Denn selbst Free-to-Play hättet ihr die rechte Seite komplett fast bis oben hin fertig spielen können und hättet ja schon gute Belohnungen bekommen. Deswegen mein Fazit, absolut nices Event, hat sich gelohnt und ich mag sowieso so sichere Sachen, ne? So random Kisten kaufen für 1000 Kristalle und dann weiß ich nicht, was rauskommt. Dann kommt ein Fluch raus, den ich schon 10 Mal weggedustet habe diesen Monat. Deswegen, ja, bin ich eigentlich ein Freund von solchen Geschichten, aber kann natürlich auch verstehen, dass nicht jeder da die Möglichkeit hat, sich die Einheit auf Max zu hauen. Das ist ganz klar. Das ist auch nur durch euch möglich. Vielen lieben Dank dort nochmal für euren Support über den Creator Code, über die Zuschauer, über die Videos hier, über jegliche Art eures Supports. Kuss geht raus. Ja, schreibt mir trotzdem auch, wenn ihr eine andere Meinung habt dazu, nochmal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie viel ihr da geschafft habt. Wie gesagt, ich muss sagen, ich bin ja sehr, sehr gut dabei gewesen mit dem Blumenpass, den hochzuleveln. Wir werden gleich noch die Belohnung abholen dazu. Und ja, gerne mehr solcher Events, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben auch wieder den Monatskalender veröffentlicht bekommen im Discord. Auch nochmal ein Hinweis. Da seht ihr dann, wann welcher Held drankommt oder welches Event nochmal welche Einheit bringt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch einen Geistermeister braucht, der wird am 8.4. dann wieder erscheinen. Das ist auch eine ganz gute Sache, finde ich auf jeden Fall top. Ansonsten die Balance Changes sind nach wie vor bemerkbar, muss man sagen. Aber auch meiner Meinung nach ist es schon eine ganz gute Sache, denn ich kann jetzt nicht mich darüber beschweren, nachdem ich immer nach kürzeren Matches, sage ich mal, gefragt habe. Jetzt sind sie da und dann müssen sie natürlich auch die Meta so hingehend anpassen. So, wir haben einen zweiten Chemiker. Wir merchen hier rein. Hier auf 3. Das passt. Was spielt man eigentlich gegen einen Mönch? Okay. Hier noch einen. Dann machen wir aber auch noch einen zweiten Dreier, würde ich sagen. Zack. Zack. Immer hier so über Kreuz. Hier vorne haben wir dann noch den Fluch mit am Start. Den müssen wir natürlich möglichst immer mitnutzen. Das heißt, wir bräuchten noch mal eine Drake. Zack. Komm hier. Zack. Ja, den lasse ich ruhig runter, aber wahrscheinlich kommt gleich unsere Reinigung. Nö. Perfekt. Das passt. Oh, okay. Mal gucken, ob wir den Fluch vielleicht auf P4 machen können. Zack. Immer über Kreuz, ihr wisst. Dann machen wir den hier auf P4. Tauschen möglichst hier hin und her. Das passt. Vielleicht können wir hier hinten noch einen Fluch hinstellen. Jawohl. Hier wieder hin. 3-3-3. Uiuiui, was machen wir jetzt? Ja, machen wir den auf 3. Nein, den lassen wir nicht runterticken. Schneeflocke einsetzen. Hierhin wäre schön mit einer Dreier-Einheit noch. Kommt leider nicht zustande, schade. Hier den können wir auch noch ziehen. Zack. Zack. Den dann gleich wieder da an den Fluch zum Beispiel ranholen könnte man machen. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen in die Enge katapultiert. Komm, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Zack, hier den noch schnell hin. Oh, ja, lass den ruhig weg. Lass den weg, lass den weg. Mach den weg, den Kollegen. Da kriegen wir noch einen Fluch, okay. Ah, ja.
Wir hätten vielleicht auch auf dem Geistermeister auf Klingentänzer auf 4 gehen können. Aber es passt schon so, ist in Ordnung. Jetzt sind wir hier gar nicht mehr dran. Zack. Mit einer Einheit auf 3. Ja, komm, wir machen den jetzt einfach hier. Warum nicht? Einfrieren. Zack. Das sieht gut aus. Und dann besiegen wir auch mit der Klinge auf ganz entspannt den Mönch. Das ist einfach so, oder? Wo habe ich jetzt mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Okay, er trifft unseren Fluch einmal. Oh, hier ist nicht aktiv. Da müssen wir aufpassen. Jetzt muss natürlich immer alles aktiv sein. Jetzt, guck mal, jetzt war ich hier ein bisschen zu arrogant. Ja, schade, jetzt trifft er den. Oh, das hätte nicht sein müssen. Warum sind zwei Hexenmeister? Was ist das? Ich glaube, wir schaffen die. Oh, er schafft sie auch ganz, ganz locker. Ja, da war jetzt die Überheblichkeit. Da war die Überheblichkeit. Und die Langsamkeit hier mit dem PC. Ja, ja, ja. Da kriegen wir jetzt Karma. Das haben wir verdient. Die kriegen wir auch nicht mehr klein. Hier schnell noch rüber. 1 Million. Nein. Ne, das verlieren wir. Hab nichts gesagt. Ihr könnt auch mit der Klinge verlieren. Ist aber auch nicht schlimm. Wir wollen ja nur noch die Points haben, deswegen starten wir jetzt hier noch ein Game. Ich kann hier übrigens so machen, Kuss geht nochmal raus an Rush Royale für die Möglichkeit, dass wir als Content Creator nicht mehr die Werbung hier kriegen. Wir machen jetzt ein zufälliges Deck. Ich möchte nämlich jetzt einfach nur noch die Kisten aufmachen. Let's go. Was kriegen wir hier? Und schönes Inqui-Deck mit einem Hau drauf am Ende noch dazu. Okay, passt. Ansonsten im Clan bei uns sind gerade wieder 2 Plätze frei. Also wenn da ein starker Spieler gerade ein neues Zuhause sucht, meldet euch gerne im Discord im Bewerbungsbereich. Ihr müsst im Discord einfach nur join, im Regel-Channel die Regeln annehmen und dann seht ihr den Bewerbungs-Channel. Würden wir uns sehr freuen über ja, starke Bewerbungen. So, ein kleines Ostergeschenk für The Road, obwohl er einen Schaman spielt. Das dürfte man eigentlich nicht belohnen, aber gut, nehmen wir mit. Und damit haben wir hier nochmal die Quest erfüllt. Und bekommen noch mal eine epische und noch mal eine epische. Hier bekommen wir auch noch mal was und hier sind auch noch ein paar Quests frei, wo wir bestimmt noch mal die epische Sammlung voll bekommen, würde ich fast mal schätzen. Dementsprechend, ja, wir gehen rein, 22 Kisten, let's go. Dafür bekommen wir 2200 Punkte und ja, noch mal ein paar Fragmente, 11.000 Gold, das nehmen wir auf jeden Fall mit und damit sind wir hier durch und können uns jetzt hier noch 2 Zauberkristalle einsparen und haben hier nochmal sozusagen, ja, uns 20 Euro gespart. Das ist auch mal nicht schlecht, oder? Haben wir noch was übrig an Staub? Ja, dann nehmen wir noch hier was mit, ne? Let's go. Unbegrenzt hier auch. Also, wenn man hier jetzt noch ein paar Kisten bekommt, kann man sich noch ein bisschen Staub gönnen. Das ist nice. Und zum Abschluss für heute gibt es auch noch eine kleine Osterkarte beim magischen Händler. Da bekommen wir nochmal dunkle Domäne. Ein Fluch, wie ich es vorhin gesagt habe, ne? Man bekommt dann immer die Karten, die man nicht haben will. Als kleinen Dank noch dafür vorhin, dass ich den Fluch so schlecht geredet habe, kriege ich ihn jetzt nochmal. Ja, damit sind wir erstmal durch. Mir geht es gesundheitlich wieder ganz okay. Ein bisschen ist die Nase noch zu, aber morgen geht es wieder auf Arbeit. Das heißt, gibt auch keine Ausreden mehr hier für die täglichen YouTube-Videos. Dafür ist die Nacht um 2 vorbei, weil meine Frau um 3 anfängt. Ich fange dann auch um 4 an. Ja, wird eine harte Woche. Nächstes Wochenende WrestleMania-Wochenende. Da sind wir komplett von Freitag bis Montagnacht mit Wrestling beschäftigt. Ich werde trotzdem hoffentlich die Videos zu 18 Uhr jeden Tag schaffen. Ansonsten, wenn Wrestling-Fans unter euch seid, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auf WrestleMania gehypt seid. Und dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder mit einer neuen Fraktion der Woche. Dunkle Domäne, Evolution, für uns wird sich da jetzt nicht so groß was ergeben, denke ich mal, für meine Decks, die ich spiele, Banshee wahrscheinlich, Kultist, Seebär wahrscheinlich auch, naja, mal gucken, wie die Woche wird, ansonsten sind wir bei 6-4, das ist eigentlich ganz entspannt dafür, dass die Season noch 16 Tage geht und dann sind wir auch schon bei den Supportern des Tages angekommen, heute vergesse ich sie nicht im ersten Schnitt, da bedanke ich mich beim Anonym, beim Magnum, einen Newton, ein Newton wünscht da vielen lieben Dank. Sci-Fi, Jupp ist am Start. Michael Ebling, Kevin S. Giovanni ist am Start. Frohe Ostern, das wünsche ich euch auch. Stu Kex ist am Start. Fortnite Battle Pass, okay.
Wenn der über Platin bezahlbar ist, dann gerne auch den. Master Klinke zweimal, Kuss geht raus. Daditzas, CV Iron, Anonym, KL2707, Aha ist am Start. Da Daddy, Daddy ist am Start, Kuss auf die Nuss. Und nochmal Daddy, Kuss auf die Nuss, vielen lieben Dank. Lone Restwohl darf nicht fehlen, zweimal. Weasel, Soul88, Principality, Psytoxics, Sci-Fi und Greg haut auch sein Ostergeld raus. DN auf die 1, Kuss geht raus. Vor 22 Minuten dann noch. Ja, vielen lieben Dank für euren Support. Giveaway ist jetzt so eine Sache. Ich muss das Giveaway für die normale Woche auflösen und um ja, heute Nacht um 2 ist dann das Frühlingsmarathon vorbei. Gebt mir da diesmal ein bisschen Zeit für die große Auflösung. Ich muss da jeden aufschreiben, wer wie viel Geld ausgegeben hat, um die Tickets zu berechnen für das Zusatz-Giveaway. Ich hoffe, ich krieg's im Laufe der Woche hin und ja. Ich bedanke mich für alle, die da rein supportet haben. Wie gesagt, wenn ihr noch was braucht, ein Schreddermeister zum Beispiel, dann habt ihr jetzt noch die Chance, bis heute Nacht dort nochmal reinzugehen. Ich bedanke mich bei jedem, der supportet hat und bei jedem, der die Videos schaut, also auch supportet. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich habe heute mal wieder hier, das ist ein bisschen abgeschnitten hier unten, ne? Ich sehe es gerade. Ah, Puls geht raus. Ich hatte doch noch drauf geachtet vom Video. Hat sich's doch wieder verstellt. Vielen lieben Dank. Bleibt gesund. Bis morgen. Haut rein und. Ciao, ciao. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me.